Meine Damen und Herren, der Begriff ist schon mehrfach erwähnt worden, der Resilienz, aber auch ein zweiter Begriff, nämlich der Disruption. Und Disruption ist ja nun so ein bisschen ein Buzzword. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es ein Bild dazu, das sehr treffend ist, und das ist das, was Sie hier sehen. Weil Disruption bedeutet ja zunächst, dass es eine Unterbrechung gibt, dass es einen Riss gibt, einen Riss in der Zeit. Ein Weg, der begehbar schien, ist plötzlich nicht mehr zugänglich. Das heißt, es gibt eine Diskontinuität, mit der wir uns beschäftigen müssen und mit der wir einen Umgang finden müssen. Und diese Diskontinuitäten gibt es zahlreich. Das sind ja nicht nur die Diskontinuitäten, die im technologischen Bereich auftreten, über technologische Erneuerungen, sondern es sind auch Diskontinuitäten im eigenen Leben. Es ist der verlorene Job, es ist die Scheidung, es sind die Niederlagen im Leben. Und ich möchte zu diesem Thema der Niederlage und was das zu tun hat mit unserem Thema eine Geschichte erzählen, nämlich die von Muhammad Ali. Nicht nur, weil er voriges Jahr gestorben ist und einer der bemerkenswertesten Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts war, sondern weil er eine gute Geschichte erzählt hat oder eine gute Geschichte demonstrieren kann. Muhammad Ali war in den 60er Jahren, unter dem Namen Jesus Clay, einer der verwegensten Boxer, die es je gegeben hat. Verwegen deshalb, weil er, man muss sich das vorstellen, ohne Deckung gekämpft hat. Er hat die Fäuste unten gehabt und hat nur aufgrund seiner Geschwindigkeit mit den Beinen seine Gegner müde gemacht. Er hat auch viel eingesteckt. Das Ganze ging gut bis zu jenem berühmten Kampf gegen Joe Frazier im 1971 im Madison Square Garden. Und hier sieht man den Muhammad Ali mit den Händen unten in dieser verwegenen Haltung, in dieser tänzelnden Haltung. Und das ging gut bis zur 15. Runde, wo dann ein Schlag passiert, der in die Boxgeschichte eingeht. Muhammad Ali wird das erste Mal in seiner Karriere K.O. geschlagen. 3 Jahre später taucht Muhammad Ali wieder auf in dem Kampf gegen Greg Foreman. Kann mich noch gut erinnern, damals irgendwie, wie mein Vater die Uhr gestellt hat um 5 Uhr in der Früh, um diesen Kampf zu sehen. Und plötzlich hat man einen Ali gesehen, den niemand mehr gekannt hat. Er war irgendwie, er ist nicht mehr getänzelt, er hat die Fäuste die ganze Zeit oben gehabt, er hat sich immer in den Ring zurückfallen lassen. Das ist nicht mehr der Ali, den wir gekannt haben von den 60er Jahren. Er ließ sich immer zurückfallen. Nichtsdestotrotz schafft er es durch dieses Rope-a-Dope, hat man das dann später genannt, diese Technik, den Ringseil zu verwenden. Nichtsdestotrotz schafft er es, Greg Foreman müde zu machen und in der 8. Runde kam das K.O. So, nach diesem Kampf gab es eine Pressekonferenz und in dieser Pressekonferenz wurde Muhammad Ali gefragt, was ist los, du bist nicht mehr der Muhammad Ali, bist ein anderer, was ist los, ja? Der Alte. Dann sagt Muhammad Ali etwas sehr, sehr Weises, das sehr gut in das Thema der Resilienz einführt, weil Muhammad Ali sagt, aus Niederlagen werden wir nicht stärker. Es ist ein Unsinn zu sagen, dass aus Niederlagen wir stärker werden. Niederlagen tun weh, sind unerträglich, kränken, was auch immer. Aber was Niederlagen machen, wenn wir sie ernst nehmen, sie nötigen uns förmlich, anders zu werden. Sie nötigen uns zum Lernen. Und das ist genau der Punkt der Resilienz. Ob diese Disruptionen, die wir heute erleben, uns dazu bringen, uns zu verändern und zu transformieren. Das ist die zentrale Frage. Denn Resilienz ist nicht das, was gemeinhin man auch verstehen könnte, so etwas wie ganz gleich, was das Leben auf mich wirft, ich bin stark genug, ich bin widerstandsfähig. Das ist vielleicht ein Aspekt. Die Widerstandsfähigkeit, die Robustheit ist ein Aspekt von Resilienz. Mindestens so wichtig ist die Agilität. Das heißt, Resilienz hat immer diese doppelte Dimension von Agilität und Robustheit, denn wären wir nur robust, wären wir nur widerstandsfähig, dann ging es uns so wie die chinesische Mauer, die, wie wir wissen, seit einiger Zeit überdauert hat, aber zugleich wissen wir auch, dass sie nicht beweglich ist, nicht lernfähig, nicht adaptiv.
Das heißt, die Frage der Resilienz ist immer eine der Agilität und der Robustheit. Und das führt mich zu einem ganz fundamentalen Gesetz, das ich hier mit Ihnen teilen möchte. Die Techniker unter Ihnen haben sicher schon davon gehört, aber ich werde es trotzdem quasi hier versuchen zu teilen, weil es so essentiell ist, nämlich das Law of Requisite Variety, das Gesetz der erforderlichen Varietät. Von diesem Herrn, den Sie hier sehen, Ross Ashby, in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts formuliert. Und was sagt dieses Gesetz? Dieses Gesetz sagt, nur Varietät kann Varietät managen, kontrollieren. Only variety can control variety. Only complexity can destroy complexity. Oh mein Gott, was heißt das irgendwie? Das heißt nichts anderes als, desto variabler die Welt da draußen ist, umso dynamischer und unvorhersehbarer die Welt da draußen ist, umso variabler und dynamischer müssen wir sein, um diese Dynamik managen zu können. Das einfachste Beispiel Automobilindustrie ist der Stoßdämpfer. Der Stoßdämpfer im Auto hat eine größere Variabilität als die Schlaglöcher und kann deshalb das Auto gerade stabil halten. Das heißt, um stabil zu sein in einer dynamischen Welt, müssen wir ungeheuerlich flexibel sein. Das ist eine ganz eine wesentliche Erkenntnis. Wir können uns vor dieser Welt nicht verstecken. Die glauben, wir können eine chinesische Mauer bauen und damit quasi Veränderungen abhalten, irren sich. Ich kann Veränderung nur dadurch stabilisieren, dass ich viel flexibler, dynamischer und agiler bin als die Veränderung da draußen. Dann können wir auch unsere Welt so gestalten, wie wir wollen und Dinge stabil halten. Das ist wie beim Fahrradfahren, man muss sich viel bewegen, damit man nicht das Gleichgewicht verliert. Das ist das ähnliche Prinzip. Okay, das Law of Requisite Variety, also es geht um Varietät, es geht um Agilität und um die Frage, was das bedeutet. So, warum ist so viel Variabilität notwendig? Es wurde schon erwähnt, die Produktlebenszyklen, die Technologiezyklen schreiten voran und drehen sich schneller. Wir alle haben schon einmal eine dieser S-Kurven, man nennt sie auch Hockeysticks, kennen das. Es gibt Phasen, unterschiedliche Phasen in dem Lebenszyklus, da wird in irgendeinem Lab etwas entwickelt, dann wird es gelauncht, dann gibt es ein Wachstum, eine Sättigung und irgendwann kommt das Ganze zum Ende. Das Ende ist etwas, weil eine andere Technologie in Erscheinung tritt oder es kann auch eine Destrukturierung von innen herausgeben. Ich nenne jetzt keine Namen, irgendwie, aber ein großes Automobilindustrieunternehmen in Deutschland hat sich von innen heraus destrukturiert. Das ist das passiert und ist ganz normal und ist für komplexe Systeme sogar notwendig. So, die Frage ist, die sich aber damit stellt, ist, dass in diesen unterschiedlichen Phasen des Zyklus hier in Wirklichkeit einen sehr einfachen Zyklus haben, nämlich einen klassischen Lernzyklus. Und das betrifft quasi uns alle, das betrifft uns quasi als Normungs-Community, das betrifft letztendlich jede Organisation, nämlich die Fähigkeit, Neues zu erkunden, das dann aber auch auf den Boden zu bringen, zu implementieren, das dann zu einem gewissen Sinne, zu einem Standard zu erheben, dann kommt das irgendwann in die Krise. Ich bin gezwungen, etwas, was es gibt, zu verlernen, aktives Verlernen, zurücklassen, um wieder Neues zu erkunden. Und natürlich ist das Ganze irgendwie in einem Zyklus und es ist natürlich in Wahrheit noch viel komplexer, weil an jedem Punkt dieser Kurve haben wir wiederum solche Prozesse. Das Ganze ist selbstähnlich, fraktal, aber ich möchte es nicht komplizierter machen, wie es ist. Es geht um unsere Lern- und Entwicklungsfähigkeit, bedeutet immer wieder Produktlebenszyklen durchlaufen zu können, bedeutet aber in Wahrheit nichts anderes als lernfähig zu sein. Insofern ist das mit der Disruption jetzt gar nichts Neues und nichts Besonderes, weil Disruption ist nichts anderes als, dass etwas zu einem Ende kommt und etwas Neues beginnt. Und das ist etwas, was laufend passiert in unserem Leben und natürlich auch in unserem Wirtschaftsleben. Und damit ist unsere Resilienz nicht nur verbunden mit der Fähigkeit, durch diese disruptiven Phasen zu gehen, sondern hat mit allen Phasen zu tun. Wir sind nur resilient, wenn wir Neues explorieren können. Wir sind aber auch nur resilient, wenn wir das Neue dann auch implementieren können, auf den Boden bringen. Wir sind aber auch, und da wird quasi die Normungsfrage ganz interessant, schaffen wir es, das Bewährte zu erkennen? Können wir es vertiefen? Auch das ist ein wesentliches Vermögen in diesem Lernprozess, in diesem Lernzyklus.
Jesus? Können wir Altes zurücklassen und können wir dort, wo wir Disruption, wo wir taumeln, Muhammad Ali, K.O. geschlagen werden und das Leben uns auf die Bretter wirft und wir die, alle hierinnen sind alt genug, dass uns das schon einmal passiert ist. Das heißt, können wir in solchen Situationen und Phasen dann auch improvisieren? Das sind die Grundvermögen für Resilienz, die Grundvermögen für Lern- und Entwicklungsfähigkeit. Was jetzt wichtig ist für uns, weil wir uns in so einer Phase befinden. Der Anfang und der Ende dieser Kurve ist immer eine Zeit der Instabilität. Das heißt, am Anfang, wenn es nicht klar ist, wohin entwickelt sich das, sind Systeme instabil und dann auch, wenn sie in die Sättigung kommen. Dort, wo sie in der Beschleunigungsphase sind, sind sie stabil. Das kennen wir alle vom Fliegen, wenn das Flugzeug startet und beschleunigt. Im Moment der Beschleunigung sind die Fliehkräfte, die Massekräfte ausgerichtet. Das Flugzeug ist extrem stabil. Dann, wenn es entschleunigt im Landeanflug, wird es wackelig und mühsam. Und das ist das, was die Leute dann nicht mögen. Ist aber ein ganz normaler Effekt von sich entschleunigenden Systemen. Und das haben wir quasi auch hier. Das heißt, die Instabilität und damit verbundene Unsicherheit ist für Phasen der Disruption absolut normal. Okay? Sicherheit und Stabilität gibt es nur in dieser Phase quasi des Wachstums und der Beschleunigung. Das ist ein fundamentales Systemgesetz aller komplexen Systeme, by the way, dass die Stabilität eines Systems voraussetzt, dass es wächst. Das ist ein Grundmuster aller Systeme. So, und jetzt haben wir halt diese Disruptionen, nennen wir es vierte industrielle Revolution, Industrie 4.0, whatever, dieses Zusammenwachsen von den Logistik, den Energie und den digitalen, den Informationsnetzwerken produziert völlig neue Wertschöpfungsökologien, Wertschöpfungsnetzwerke und produziert sehr viel Unsicherheit. Alles das, was jetzt vorhin erwähnt worden ist, was heißt Normung in einer Welt von Machine Learning? Was ist, wenn ich selbst lernende Algorithmen habe? Und noch einmal übrigens, das Wort Disruption heißt jetzt notgedrungen, dass Normen gebrochen werden. Das ist ja der Sinn der Disruption. Noch einmal, dass eine bestehende Norm zu einem Ende kommt. Das ist das Wesen. Diese gesamten neuen virtuellen Wertschöpfungsökologien und Wertschöpfungsnetzwerke rund um Airbus, Plattformen, wo zehntausende Firmen ihre gesamte Produktion, ihren gesamten Produktionsablauf bis in den letzten Inputfaktor digital abgebildet haben, in Echtzeit. Das sind Dinge, die sind wirklich gewaltig in auch ihrer machtpolitischen Konsequenz. Wir dürfen uns nicht täuschen, aber Unsicherheit ist hier normal. So, was macht man in so einer Phase der Unsicherheit? Und das möchte ich jetzt drei Prinzipien hier, ich nenne sie drei Führungs- oder Managementprinzipien der Resilienz hier teilen. Ich könnte auch 10 erzählen, aber es sind drei, weil von der Zeit her, weil ich sie für die wesentlichen und für die wichtigsten erachte. Und das hat etwas damit zu tun, was wir heute gemacht haben, am frühen Nachmittag, nämlich unser Lab, unseren Situation Room, den wir durchgeführt haben. So komme ich gleich. Das Hauptproblem in Phasen der Unsicherheit ist, dass Systeme beginnen, das ist so, wie wenn wir auf der Autobahn rasen, in Deutschland kann das ja vorkommen, wenn wir schnell sind auf der Autobahn, wissen wir, was passiert. Wir verlieren die periphere Wahrnehmung. Wir sind im Tunnelblick. Wir sehen quasi das Ganze nicht mehr. Und das ist genau das, was passiert in solchen Situationen, wenn sich alles beschleunigt, wir in eine extreme Fragmentierung hineinlaufen, weil jeder quasi seine Zielfunktion optimiert. So, das heißt, in Phasen der Unsicherheit ist das Erste, was wir schaffen müssen, wie kommen wir zu einer gemeinsamen Einschätzung der Situation? Wie überwinden wir die Fragmentierung, die Silobildungen und all das, die ein Ergebnis sind von Spezialisierung und funktionaler Differenzierung? Und dieses Cartoon ist einer meiner absoluten Lieblingscartoons, weil es einen schönen Einblick gibt irgendwie über den Zustand unserer Welt. Nämlich, wenn Sie sich das ansehen, diese beiden, der diese Füße da so cool da oben stehen hat, also dieser Hochmut quasi von dem, der oben sitzt und sagt, das ist ja da unten, ja, mich betrifft das nicht. Tatsächlich sind in diesen vernetzten Systemen die Abhängigkeiten und Interdependenzen riesengroß und vor allem natürlich auch die Feedback-Loops, dieses
dass das, was wir tun, Auswirkungen hat. Ja, das hat Auswirkungen, es hat wirklich Konsequenzen, was wir tun und meistens zeitversetzt. Das zu lernen und zu sehen, verlieren wir in Phasen dieses rasenden Stillstandes, wenn wir rasen auf der Autobahn. Wir verlernen zu sehen die Zusammenhänge und wir sehen nicht die zeitlichen Feedback-Loops. Und deshalb braucht es in so einer Zeit eine Auszeit und die Fähigkeit der gemeinsamen Mustererkennung, wo wir uns alle als Community, als Team wieder abstimmen, wieder synchronisieren, gemeinsam sehen, eine Shared Situational Awareness, wie es heißt, entwickeln, ist das absolut erste und zentrale Prinzip für resiliente Organisationen in Zeiten dieser Verwirrungen. Die Synchronisation. Und ich sage Ihnen, alle Welt spricht über Big Data. Und es gibt viele Gründe dafür und das ist auch gut so, vor allem, weil die natürlich jetzt im maschinellen, im industriellen Kontext sehr viel Sinn machen. Diese gesamten Predictive Analytics Modelle machen da Sinn. Aber ich sage Ihnen, Big Data sind nicht das, was immer notwendig sind. Es gibt auch Phasen, in denen es absolut genügt, unscharfe Daten zu haben. Und dieses Bild hier soll uns klar machen, dass wir nicht von jedes System in seinem letzten Teil auflösen müssen. Ein Bild wird nicht besser, eine schlechte Fotografie wird nicht besser, wenn sie mit einer höheren Megapixel-Kamera gemacht wird. Okay? Und diese sogenannten, wie wir sie nennen, Rough Data, also unscharfen Daten, das sind die, die es gilt zu erzeugen, Zusammenhänge gemeinsam zu beschreiben, den Mut zur Unschärfe zu haben und damit aber auch ein Gefühl wieder zu bekommen, dass wir auf derselben Seite sind, dass wir das Gleiche sehen, ein Bild teilen. Weil das ist genau das, was verloren geht in diesem rasenden Stillstand, dieses gemeinsame Sehen. So, und dafür gibt es verschiedene, wie wir sie nennen, Situational Awareness Tools. Wenn Sie googeln unter dem Begriff Robust Decision Making oder auch Analytic Network Process, finden Sie, das sind meistens aus dem Engineering-Bereich kommende Matrizen oder aus dem Operations-Research kommende matrizenbasierte Verfahren, wie Gruppen gemeinsam Entscheidungen treffen können, abwägen können, Vor- und Nachteile bewerten können auf eine sehr rationale Art und Weise. Und das haben wir heute gemacht. Wir haben uns im DKE Situation Room getroffen. Wir waren insgesamt 16 Personen und haben uns einer Frage gestellt. Nämlich die zentrale Frage war, was sind die Erfolgsfaktoren des Normungswesens im Zeitalter der Disruption? Worauf kommt es an? Was sind die Dinge, die uns wesentlich sind und die uns als erfolgskritisch, die wir als erfolgskritisch einschätzen? Das wurde gebrainstormt in 15 Minuten und wir sind zu insgesamt 10 kritischen Faktoren gekommen, wo wir gesagt haben, das sehen Sie. Wir müssen die Leute, die Stakeholder alle einbinden. Wie schaffen wir es, dass wir auch die KMUs, also die mittelständische Industrie da an Bord bekommen? Wie schaffen wir, dass das Konsensprinzip weiter aufrechterhalten bleibt, dass die Stakeholder auch wirklich die richtigen Experten schicken, dass wir Normen als stabilen Anker in diesen turbulenten Zeiten auch wertschätzen und dass es anerkannt ist, dass das ein Wert für sich ist, dass es auch etwas mit Innovation zu tun hat. Wie schaffen wir hier die Transaktionskosten zu senken im Zugang, wie stellen wir das besser dar, wie organisieren wir die Projekte, wie antizipieren wir den zukünftigen Normungsbedarf, was sind unsere Tools dafür, was sind unsere Instrumente und last but not least generell, welche Instrumente stehen zur Verfügung, dass wir unsere Prozesse beschleunigen können, schneller sind. So, diese Faktoren wurden erarbeitet und dann kam ein wesentlicher Punkt. Nämlich, wir haben uns angesehen, wie diese Faktoren miteinander in Beziehung sind, wie das eine das andere beeinflusst. Das Ganze ist ein System. Wenn ich die KMUs an Bord hole es eine Partizipation gibt, dann werden die auch irgendwie meine Experten schicken. Das Ganze ist ein System von miteinander in Wechselwirkung stehenden Faktoren. Und die haben wir untersucht und das ist so eine Ergebnismatrix, wo man sieht, was sind die Faktoren, die am größten, am stärksten alle anderen beeinflussen und was sind die Faktoren, die am stärksten von anderen beeinflusst werden. Das ist ja eine aktive, passive Beziehung. Erfolgsfaktoren stehen in Wechselwirkung. Und
ich habe jetzt nicht die Zeit, ich kann nur sagen, absolut make or break für das ganze Gelingen ist, dass wir es schaffen, alle Stakeholder hier an Bord zu bringen, rechtzeitig, und dass uns die auch die richtigen Leute schicken. Das geht um die Motivation. Diese Faktoren finden wir hier rechts oben. Die sind aber grau, und das hat einen Grund. Die sind deshalb grau, weil die Summe, weil sie stärker von anderen Faktoren beeinflusst werden, als dass sie beeinflussen. Sie sind absolut zentral und wichtig, sie sind aber selber von sehr vielen anderen Faktoren abhängig. Ja, und von welchen? Und die finden wir da in diesen roten Zonen. Number one, schaffen wir es, die KMUs hier onzuboarden? Wie bringen wir die daher? Wie schaffen wir es, strategisch mit völlig neuen Tools klug den Normungsbedarf der Zukunft zu antizipieren? Mit welchen Methoden arbeiten wir? Gibt es hier Innovation? Wie schaffen wir es, den Zugang, die Geschwindigkeit zu erhöhen? Das sind die wirklichen Hebel und Steuerfaktoren, die wir hier freigelegt haben. So, ein Nachsatz noch nur, die Anerkennung von Normen als wertvoller, stabiler Anker in einer verwirrten, konfusen Welt, in einer dynamischen Welt. Die Anerkennung von dessen ist hier ein passiver Faktor. Das heißt, es ist ein Ergebnis von all den anderen. Das heißt, die Anerkennung, wir können sie fordern, was wir wollen. Wir müssen die anderen Dinge zuerst gut machen. Und wenn wir die gut machen, dann wird auch der Status des Normungssystems als wesentlicher Anker in einer dynamischen postindustriellen Gesellschaft, in einer digitalen Gesellschaft, dann wird es auch diese Anerkennung geben. Gut, und dann haben wir uns noch hingesetzt und gesagt, okay, was müssen wir tun, um diese Steuerhebel links, nämlich die KMUs an Bord zu bekommen und unseren Sinn für die Zukunft, unseren Antizipationssinn zu erhöhen, was könnten wir machen? Und da sind dann insgesamt 9 Ideen generiert worden, wir brauchen Business Cases, wir müssen den Nutzen besser darlegen, Open Innovation Plattformen, proaktiver auftreten, finanzielle, logistische Unterstützung der KMUs, Stärkung des Prozesses für das Roadmapping, neue Tools, bessere Usability, Gründung einer Zukunftswerkstatt. Und wir haben dann wieder gemeinsam, und alles das, was wir gemacht haben, haben wir in 3 Stunden gemacht, by the way. Ja? Nur ist das irgendwie 3 Stunden, ja? 16 Leute. Und dann haben wir noch bewertet und haben gesagt, okay, was hätte das für den Impact, aber auch wie leicht ist es zu implementieren. Und da haben wir quasi eine schöne low-hanging fruit gefunden, nämlich, was hier Einstiegshürden heißt, dahinter verbirgt sich, verwenden wir bitte endlich massiv im Rollout neue Tools, nämlich die es schon gibt, wie die Leute mitkommunizieren können, webbasierte Kommunikation, mehr über Skype, über WebEx, was auch immer. Also, dass es leichter ist, hier mitzureden, mitzuarbeiten, number one, easy, leicht zum Umsetzen, aber hoher Impact. Auch leicht zum Umsetzen, hoher Impact, schreiben wir diese User-Stories, diese Success-Stories für die KMUs, entwickeln wir 3, 4 davon, dass wir hier ein Material haben, das wir weitererzählen können. Den größten Impact hätte es natürlich, wenn wir es eine finanzielle Unterstützung gäbe, für die KMUs hier zu partizipieren, aber das ist ganz links, das heißt, das ist auch am schwierigsten umzusetzen. Gut, wir haben da in 3 Stunden wirklich gemeinsam eine gemeinsame Analyse durchgeführt, als prototypisches Beispiel, wie in einer schwierigen Situation mit vielen unbekannten Variablen eine Gruppe von Menschen in kurzer Zeit eine gemeinsame Situation analysieren kann, Muster verstehen kann, und das war quasi das Demonstrationsbeispiel für Resilienz. So, keine Angst, 5 Minuten noch. Zweites Prinzip, das erste Prinzip der Resilienz ist also, schaffen wir es, uns zu synchronisieren und gemeinsames Muster zu erkennen, und schaffen wir es, diese Fragmentierung zu überwinden. Zweites Prinzip hängt eng mit dem zusammen, was quasi wir hier erarbeitet haben im Situation Room,
Nämlich, wir müssen das Ganze als Ecology sehen. Wir müssen die Stakeholder onboarden. Wenn Airbus eine Plattform produziert, wo alle ihre Zulieferer sich einem Plattformcode unterwerfen müssen, dann ist das ein digitales Wertschöpfungsnetzwerk, ein Wertschöpfungs-Ecosystem, das mit anderen Ecosystems in eine Konkurrenz treten wird. Das heißt, wir müssen quasi verstehen, wen wir auch als Normungsinstitut benötigen in unserem Ecosystem. Haben wir alle, Entschuldigung für den Begriff, bunten Vögel, die es benötigt in so einem Ecosystem, dass das Ganze lern- und entwicklungsfähig ist, weil, meine Damen und Herren, in dieser S-Kurve, in dieser schlichten, die ich da vorhin gezeigt habe, jede dieser Phasen hat andere Helden, braucht andere Typen. Der Beginn ist der Visionär, der Bastler, die R-Phase ist die Zeit der Entrepreneure, der Start-ups. Wenn es darum geht, etwas zu skalieren, brauche ich Manager, Controller. Aber wenn es darum geht, irgendwie, was ist unser Plan B, C, brauche ich disruptive Visionäre wiederum. Und ich brauche aber auch jene Therapeuten, die disruptiert wurden, wieder hilft, dass sie zurückkommen ins Leben. Wir sprechen von Disruption so cool oder von der schöpferischen Zerstörung. Wir müssen wissen, irgendwie schöpferische Zerstörung heißt, da werden bestimmte Akteure zerstört. So, die müssen wir auch reinbekommen. Das heißt, in unserem Netzwerk müssen wir alle die hier aufgelistet sind, in irgendeiner Weise mit uns haben. Sonst gelingt der Zyklus nicht, sonst gelingt der Prozess nicht. Haben wir dies? Wo sind unsere Visionäre, unsere Entrepreneure, Manager, Controller und Therapeuten? Und ich sage Ihnen hier, es wäre völliger Unsinn zu sagen, welche dieser Rollen hier ist wichtiger. Das ist eine absolute unsinnige Diskussion, weil wir benötigen die alle an Bord im Team, damit diese Zyklen gelingen. Die brauchen wir in unserem Ecosystem. So. Und dann müssen die auch noch miteinander zusammenarbeiten können, weil sie müssen Bewährtes vertiefen können, Altes zurücklassen können, improvisieren können, alles das müssen die können. Hoher Anspruch an die Ökologie, an die Kultur dieses Netzwerks. So, letztes Prinzip, und das ist letztes Prinzip. Also das zweite Prinzip war Ökologie, haben wir alle gebunden Vögel. Erstes noch einmal sehen wir die Muster gemeinsam. Drittes und letztes Prinzip, von der Imitation zum My Way. Was meine ich damit? Und das ist etwas, was ich uns jetzt quasi hier als Europäer auf den Weg gebe. Und ich habe 7 Jahre meines Lebens in Kalifornien, in San Francisco verbracht und erlaube mir auch aus dieser Haltung heraus, das uns hier auf den Weg zu geben. Wir kennen alle diese unsäglichen Formate und Shows, wo Menschen so klingen wie die Whitney Houston, aber nicht die Whitney Houston sind. Oder klingen wie der Freddie Mercury, aber nicht der Freddie Mercury sind. Also wir kennen diese Imitations- und Dressurshows, wo man dann eben Deutschland sucht den Superstar, wo dann eben Menschen so sind, zu versuchen sein, wie jemand, der sie nicht sind. Also sie imitieren andere. Okay? So. Wenn wir tagtäglich hören, wir müssen so werden wie der Silicon Valley oder wir müssen das so machen wie Google oder wir müssen das so machen wie jemand anderer, dann ist das nichts anderes. Es ist Unsinn, es ist totaler Unsinn. Es ist es nimmt uns die eigene Stimme, es nimmt uns die eigene Kultur. Wir können nicht so werden wie jemand anderer. Es ist Unsinn, es ist auch aus Konkurrenzgründen, Unsinn und so weiter. Das heißt, wir müssen lernen, einen eigenen Weg entwickeln und unseren eigenen Stil zu entwickeln. Und daher, wenn es um Normungen geht, müssen wir sagen, wie machen wir das? Wie interpretieren wir den Coversong, Entschuldigung, diese Metapher, den Coversong Digitalisierung bei uns? Wie machen wir das? Mit unserer Geschichte, wie geben wir dem unsere Stimme? Wie machen wir das zu unserem? So wie der späte Johnny Cash die Songs zu seinen gemacht hat oder Frank Sinatra, der in seinem ganzen Leben keinen einzigen Song selber komponiert hat, jeden dieser Songs zu seinen gemacht hat, müssen wir den Mut entwickeln, unsere eigene Kultur und unseren eigenen Stil zu entwickeln und das auch als Normungs, äh,
Community als Deutsche. Wie machen wir das? Und wir schauen immer, wie machen das die anderen, die Amerikaner. Dieses ganze Benchmarken und Vergleichen hat einen gewissen Sinn, aber nur einen gewissen und eine sehr, sehr auch ungesunde Dimension. So, ab zum Abschluss. Ich habe den Ross Ashby gezeigt und habe quasi dieses Prinzip of Requisite Variety, wie er es nennt, also die erforderliche Varietät, die responsive Variabilität, um mit der Welt umzugehen, benötigt Unterschiedlichkeit. Sie benötigt aber auch noch eines, und das ist quasi eine Illustration von diesem Prinzip, das mit dem im Zusammenhang steht, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich wir müssen uns verdammt in Bewegung sein, damit wir Dinge stabil halten können. Und das Beispiel dafür ist der Seiltänzer. Und mit dem möchte ich aufhören mit dem Bild, weil es, glaube ich, sehr illustrativ dieses Law of Requisite Variety auf den Punkt bringt. Der Seiltänzer steht auf dem Seil, oder? Ja. Das ist die Zielfunktion. Das ist die eine Variable, die er konstant hält. Ja? Das ist das, was stabil bleibt. Ja? Der Seiltänzer kann aber deshalb nur auf dem Seil bleiben, weil es in seinem System andere Variablen gibt, die große Freiräume haben. Das heißt, dieses Freiräume schaffen für Exploration, für Erkundung, so etwas wie ihr es jetzt macht mit eurem Innovationsplattform, die hier entstehen wird. Ja. Diese Freiräume sind die Voraussetzung dafür, dass wir Dinge stabilisieren können, normieren können. Das hängt zusammen. Und wir müssen dieses Bild im Kopf, da die Norm als etwas Starres und dort die dynamische Wirklichkeit, das aus dem Kopf bringen. Es hängt zusammen. Damit wir normieren können, müssen wir auf der anderen Seite sehr viel Flexibilität im System haben. Und mit diesem Bild des Seiltänzers, der jetzt verschwunden ist, hier ist er, mit diesem Bild möchte ich auch aufhören und uns das alle noch einmal mitgeben. Wir benötigen, damit wir Dinge gut machen können, auch in anderen Bereichen, dann jene Freiräume, damit es gelingen kann. Und die dürfen wir nicht verlieren, für die müssen wir auch kämpfen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Danke für die Aufmerksamkeit.